Ich mache so etwas nicht sehr oft. Was denn? Zu Fremden nach Hause gehen? Ich auch nicht. Was für ein schönes Zuhause du hast. Danke. Ist das deine Mutter? Das war sie. Was hat sie gemacht? Sie war Chirurgin in Portugal. Auf welchem Gebiet? Augen. Als ich klein war, hat sie mir die Schnitte gezeigt. Was ist mit ihr passiert? Neuer Tag, neues Shirt, neues Glück und ein neuer Film. Mit meinem nächsten Tipp in meiner nächsten Runde möchte ich ein wenig die Freunde des kunstvollen Horrors ansprechen. Oder Menschen, die auf düsteres, abgründiges, verstörendes, bedeutungsschwangeres Kino richtig gut klarkommen. Er heißt The Eyes of My Mother und ist das Regiedebüt von einem Mann namens, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Nicolas Pesce oder Peske. Er handelt von einem kleinen Mädchen namens Francesca, die wächst abgeschieden von der Zivilisation in einem Landhaus mit ihren Eltern zusammen auf und dort herrscht ein etwas eigenes Familienidyll. Denn die Mutter ist Chirurgin und die führt ihre Tochter schon relativ früh in die Wunde der Natur ein. Der Film beginnt unter anderem damit, dass die beiden einen Kuhkopf sezieren und Francesca sich halt voller Faszination erklären lässt, was die einzelnen Muskeln, Gewebeproben, Gedärme, Gefäße und so weiter zu bedeuten haben und welche Funktion sie haben. Naja, und dieses Familienidyll wird halt jäh unterbrochen durch einen Mann, der sich zunächst freundlich Zugang zum Haus verschafft, aber dann irgendwann eine Waffe zückt. Und bevor der Vater von Francesca rettend eingreifen kann, muss das Kind halt Schreckliches mit ansehen. Naja, und jetzt könnte man meinen, jetzt hat er schon wieder alles erzählt. Nein, der Film beginnt so und alles, was danach geschieht, steht eigentlich im Mittelpunkt. Beziehungsweise es geht eigentlich um alles, was danach passiert. Und dazu möchte ich eigentlich nicht viel mehr verraten, denn man sollte das Ganze so unvoreingenommen und so informationslos wie möglich auf sich wirken lassen. Ich weiß noch genau, wie sehr mich der Anblick des Körperinneren fasziniert hat. Sie hat immer gehofft, dass ich auch mal Chirurgin werde. Nun, wie gesagt, The Eyes of My Mother ist das Regiedebüt von Nicolas Pesce oder Peske. Und er hat diesen Film nicht nur inszeniert, er hat ihn auch geschrieben und geschnitten und er hat sich eben für diese schwarz-weiße Farbgebung entschieden. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, es ist nicht mein Bereich. Und ich kann auch jeden verstehen, der sagt, dass der Film sperrig ist, irgendwie zu verkopft und sich auch mit seinen 76 Minuten noch echt zu lang anfühlt. Obwohl die Story echt auf den Bierdeckel passt. Aber ich kann sagen, na gut, Herr Pesce hat sich halt nun mal für diese Form der Erzählung entschieden und er geht sie sehr konsequent und auch sehr präzise bis zum Ende durch. So. Und es geht hier um ein, ein sehr pervertiertes Verständnis von Liebe und Geborgenheit und Zusammengehörigkeit. Und ja, das kann man vielleicht anders erzählen, aber ich finde es halt gut, dass Herr Pesce es so getan hat, wie er es getan hat, denn dieser Film lebt sehr von seinen Stimmungen und von einem Kopfkino, das Herr Pesce mittels diverser Bilder immer wieder erzeugt, denn er zeigt nicht alles, aber das, was er zeigt, reicht, um ein sehr, sehr ungutes und unbequemes Gefühl zu erzeugen. Unter anderem gibt es zum Beispiel eine Augenbinde, die zwei rote Flecken aufweist an den Stellen, wo eigentlich die Augen sein sollen. Oder es gibt einen zugenähten Mund, der nicht mehr schreien kann. Und es gibt ein schreiendes Baby auf einem Bett. Und wenn man den Kontext dazu kennt, dann sind es alles Szenen, die echt an die Nieren gehen. Ja? Und die eigentliche Gewalt, die spart er fast schon aus. Also es gibt vielleicht ganz kurze Momente der Brutalitäten, aber die sind halt wirklich sehr rar gesät und stehen auch nicht im Mittelpunkt. Eher das Ergebnis steht im Mittelpunkt und naja, dann halt wie gesagt, die Gedanken und die Fantasien, die dadurch erzeugt werden. Oh.
Solltet ihr nun Interesse an The Eyes of My Mother haben, also solltet ihr Lust auf eine entartete Vorstellung von Fürsorge, von Geborgenheit, von Familie, von Schmerz und ja auch von Liebe haben, dann muss ich eine kleine Warnung vorweg schicken. Die Blu-ray dazu ist nicht ganz frei von Mängeln. Ja? Also die Schwarz-Weiß-Wiedergabe, die ist vollkommen in Ordnung. Ja? Es gibt schöne Schwarzwerte, es gibt schöne Weißwerte und auch die Graustufen dazwischen sind gut gelöst. Die Schärfe und die Kontraste sind auch okay, alles auf solidem Level. Aber über die Lauflänge merkt man halt schon, dass es dem Film oder dem Bild an Durchzeichnungen und halt auch an Tiefe fehlt. Ja? Das muss jetzt nicht unbedingt ein Fehler der Blu-ray sein, das kann halt auch am Ausgangsmaterial liegen. Der ein oder andere hat ja vielleicht schon die Schwarz-Weiß-Version von Logan oder von Mad Max gesehen und weiß vielleicht, dass es gar nicht so einfach war, so einen teuren, hochwertigen Blockbuster in Schwarz-Weiß zu färben. Und naja, wenn man das weiß, kann man sich vielleicht auch dann ableiten oder vorstellen, wie schwer es für so einen Film mit geringem Budget ist, das Ganze in einem schicken Schwarz-Weiß erscheinen zu lassen. Ja, dementsprechend glaube ich halt, dass das Ausgangsmaterial nicht ganz einwandfrei war und dass sich das halt dann auf die Blu-ray niederschlägt. Akustisch darf man jetzt auch keine Höchstleistungen erwarten. Es gibt sogar relativ wenig Musik, es gibt relativ wenig Dialoge und naja, ansonsten halt so ein bisschen höchstens Hintergrundgeräuschkulisse. Das ist alles ganz okay, das ist alles ganz stimmig, aber es ist halt auch meilenweit von den Top-Produktionen oder den Referenzwerten entfernt. Naja, und zu guter Letzt muss ich halt auch sagen, dass das Bonusmaterial alles andere als üppig ist. Es gibt einen Audiokommentar von Regisseur Nicolas Pesce und ein Interview mit ihm und ein paar Trailer. Und das war es dann halt auch schon wieder. Ja. Also ich glaube, man kann sagen, es gibt deutlich bessere Blu-ray-Releases. Aber wer eh mehr Wert auf den Film legt, ja, auf dieses Waisenkind-Psychogramm, ja, auf diese Chronik einer, wie soll man sagen, verirrten jungen Frau, und auf dieses Stimmungs-Bizarro-Kino, ja, dem möchte ich The Eyes of My Mother vorsichtig ans Herz legen. Und vielleicht greift er ja dann auch zu Blu-ray. Meine Rankstags für The Eyes of My Mother lauten: Nicolas Pesce, Schwarz-Weiß-Waisenkind-Psychogramm, Nadel und Faden, bizarr traurig, schmerzhaft verstörend.